Was hat Nehammer zu sagen? Allerdings auf die steirische Landtagswahl, nicht auf den Beitrag, den wir gerade gesehen haben zu den Koalitionsverhandlungen. Also er hat jetzt das gesagt, was eigentlich eh jeder mitbekommen hat, dass die Unzufriedenheit von Teilen der Bevölkerung auch vor den Steirern nicht Halt gemacht hat. Ich übersetze jetzt das ein bisschen, was er gesagt hat, weil wir haben am Wahlsonntag gesehen, dass Christopher Drexler eigentlich keinerlei Verantwortung übernehmen wollte für das Wahlresultat, im Unterschied auch zum roten Spitzenkandidaten, der sehr wohl die Verantwortung übernommen hat und weit weniger verloren hatte, wollte er damit sagen, dass auch in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Niederösterreich, in Kärnten, in Salzburg, hatten die jeweiligen Regierenden sehr stark verloren, natürlich auch die Bundesparteien, sowohl die Bundes-ÖVP bei der EU-Wahl als auch dann bei der Nationalratswahl, und dass er quasi da auch verstanden hat, die Botschaft der Wähler. Wir haben auch gesehen, dass Christopher Drexler heute ganz anders geredet hat und gesagt hat, dass er die Verantwortung übernimmt, aber natürlich von einem Gegenwind im Bund geredet hat. Eine Mischung aus beiden wird auch zutreffen, wenn natürlich die Unzufriedenheit, die der Karl Nehammer da auch attestiert, ist natürlich eine mit den multiplen Krisen der letzten Jahre. Das wissen wir von Corona über Inflation, Teuerung, aber natürlich in der Steiermark auch durchaus gemachte Dinge wie zum Beispiel Spitalschließungen. Mit welcher Koalition rechnest du denn in der Steiermark? Könnte es tatsächlich sein, dass sich jemand jetzt mit der FPÖ zusammenschließt, oder ist dann doch eine Dreierkoalition? Nein, das ist die wirklich spannende Frage nach dieser Wahl meiner Meinung nach, und ich glaube, dass es keine Dreierkoalition geben wird. Dazu ist der Abstand zwischen der FPÖ und den anderen einfach viel zu groß. Das ist auch nicht mit dem Bund vergleichbar. Bei der Nationalratswahl ist die Kickl-FPÖ zwar erstmals Nummer 1 geworden, absolut, war auch ein Sieg der FPÖ, aber eben mit unter 30%, mit knapp 28%, und sie lagen nur 2 Prozentpunkte vor der ÖVP. In der Steiermark ist der Abstand einfach viel zu groß. Die FPÖ hat knapp 35%. Das kann sich nicht ausgehen mit einer Dreierkoalition, also auch wenn es rechnerisch ausgeht, aber nicht politisch. Und im Hintergrund weiß man, dass sowohl die ÖVP als auch die SPÖ sich jetzt in Wirklichkeit um eine Koalition mit den Freiheitlichen bemühen. Ich persönlich glaube, dass die Freiheitlichen ein vitales strategisches Interesse haben, diesmal eine blau-rote Koalition zu machen, weil das die ultimative Demütigung auch der Sozialdemokratie wäre, die ja sehr stolz darauf ist, dass sie im Unterschied zur ÖVP auch in den Bundesländern nicht mit der FPÖ koalieren würde. Das würde auch die Wiener SPÖ natürlich reizen. Kommendes Jahr sind ja auch Gemeinderatswahlen in Wien. Aber, das muss man auch dazu sagen, das ist sicher eine Variante, die Hans-Peter Doskozil, der im Jänner 2025 Landtagswahlen hat, sehr wohl gefallen würde. Erstens, weil es dann nicht immer heißen würde, naja, das Burgenland ist ein Einzelfall, das mit den Blauen koaliert hatte. Und zweitens, weil es sein kann, dass er auch demnächst mit den Blauen koaliert, und dann wäre er nicht einsam. Die große Frage ist, was das dann für Andreas Babler bedeuten würde und für die Koalitionsverhandlungen. Der blaue Durchlauf geht also weiter. Der Gruß aus der Steiermark, wie du es gerade angedeutet hast, was bedeutet das für die Koalitionsverhandlungen in Wien zwischen Schwarz, Rot und Pink? Ich glaube, relativ wenig. Also ich habe gestern am Abend, also unmittelbar nach dem Wahlresultat, schon mit einigen geredet, und das Erstaunliche ist, was ich immer wieder von ÖVP-Lern gehört habe, war, na, was soll denn die Alternative sein? Da sagen sie mir eigentlich alle, wir haben nicht vor, die Vizekanzlerpartei von Herbert Kickl zu machen. Also das sind selbst Leute, die wirklich keine Fans von einer Koalition mit Sozialdemokraten sind, sondern an sich die als liebste Variante schwarz-blau hätten, aber halt mit einem ÖVP-Kanzler, sagen, wenn die ÖVP als Vizekanzler zu Kickl in eine Koalition geht, wäre die ÖVP am Ende hin und würde
würde quasi erst recht vom Wähler bei jeder Gemeinderatswahl, bei jeder Landtagswahl abgestraft werden. Und das ist halt das, was Landeschefs normalerweise am meisten interessiert, weniger Bundeswahlen als eben ihre jeweiligen Landes- und Gemeinderatswahlen. Ich glaube, ÖVP und SPÖ vor allem, die NEOS in geringerem Ausmaß, sind zum Erfolg verdammt. Mit Erfolg verdammt meine ich, dass sie eine Koalition schaffen, weil ich glaube, sonst steuern wir eher in Neuwahlen, und ob das ÖVP und SPÖ gut täte, sich in der jetzigen Stimmung dem Wähler stellen zu müssen, wage zumindest ich persönlich zu bezweifeln. Abschließend nochmal die Steiermark-Wahl mit den Auswirkungen auf die Bundespolitik. Gestern hat sich Christopher Drexler, der steirische ÖVP-Chef, zu Wort gemeldet mit einem Gruß an den Bund. Hat gesagt, er fühlt sich als Bauernopfer von der Bundespolitik. Wackeln durch solche Sätze Nehammer und Babler? Wie sehr wackeln sie? Werden sie beide noch den Jahreswechsel als Chef erleben? Nein, also durch solche Sätze wackelt einmal niemand, weil das kam nicht gut an, weil du musst schon, auch wenn ich die Wut vom Herrn Drexler verstehe, du musst schon sowas wie eine Größe zeigen als Spitzenkandidat und eben dir deiner eigenen Verantwortung auch bewusst werden. Man hat ja gesehen, heute hat er anders geredet, du kannst schon Seitenhiebe gegen Wien machen, aber nur verpackt in eine Gesamtverantwortung, wo du sagst, ich habe meinen Teil dazu beigetragen, aber der Bund eben auch. Also mit sowas zementiert man die jeweiligen Bundesspitzen eher ein. Ich glaube eher, was man sagen kann, ist, die Zeit wird den Druck sowohl auf Nehammer als auch auf Andreas Babler erhöhen. Also spätestens bis Mitte Jänner sollten sie eine Koalition zustande bringen, weil sonst glaube ich, dass es nichts mehr wird.